Willkommen aus dem Berliner Olympiastadion. Heute zum Sonntagabendspiel zwischen der Hertha und dem VfB Stuttgart. Es geht darum, um den Klassenerhalt oder besser gesagt, um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Ich bin der Dennis vom Kanal M615 und auch heute kommentiere ich diese Partie. Schauen wir mal, welches Team sich in diesem Spiel besser zeigen wird. Welches Team hier heute mehr den Klassenerhalt will. Klar, wir sind am 31. Spieltag. Es könnte natürlich die ein oder andere Partie noch geben mit 3 Punkten. Aber ein direktes Duell ist immer wichtig zu gewinnen. Die Aufstellung beider Teams. Die Hertha fast unverändert gegenüber dem letzten Spiel, bis auf eben dem Mittelfeld, unter anderem Serdar auf der rechten Seite nun zu finden, anstatt auf links. Nun da Mittelstädt dabei, da Richter ausfällt, eben wegen einer Gelbsperre. Dementsprechend mit einer Umstellung vorne bei dem Stuttgartern diverse Umstellungen. Man konnte wieder auf das Altbewährte zurückgehen. Anton wieder in die Defensive, Endo wieder auf die Sechserposition beziehungsweise ins Mittelfeld. Also da sollte das Mittelfeld weiterhin schön rotieren. Die drei in der Mitte sollen weiterhin immer mal nach vorne spielen oder nach hinten spielen. Und Anton ist nun wieder direkt in der Defensive. Schauen wir mal, wie diese Partie laufen wird hier im Nieselregen, beziehungsweise Regen wird langsam stärker hier in Berlin. Schlechtes Wetter, aber das heißt hier gar nichts. Der VfB Stuttgart heute in den dunklen Trikots gegen die Hertha in den blauen Trikots und los kann's gehen. Es ist für beide ein enorm wichtiges Spiel, insbesondere für den VfB Stuttgart, denn die sind momentan nur mit 28 Punkten Tabellen 16. Und die sind heute definitiv gefordert. Die Hertha mit 29 Punkten, zwar nur ein Punkt voraus, aber eben in Richtung rettendes Ufer. Und die können vielleicht hier etwas entspannter spielen. Etwas heißt aber nicht zwingend auf jeden Fall. Plattenhardt. Und Selke, schön vorbeigegangen, aber der Pass war ziemlich schlampig und dementsprechend jetzt direkt die Möglichkeit. Kalajovic mit dem, nicht sicheren Pass. Seit er wieder fit ist, seitdem soll es wieder bei Stuttgart laufen in dieser Saison. Ja, zur Hinserie eine Schulterverletzung gehabt. Fehlte dementsprechend die gesamte Hinserie. Aber das soll ja nicht heißen, dass er hier in der Rückserie vielleicht nicht gut abliefern kann. Müller hier mit der ersten Parade, Fragezeichen. Also Selke mit einem eher schwächeren Schuss. Pekarek. Und Kevin Prince Boateng auch wieder mit von der Partie. Selke, der Ball kommt sogar an auf Mittelstädt. Mittelstädt auf Selke! Und Müller wieder zur Stelle. Natürlich näher seine Vorderleute erstmal hier wieder wachrückeln. Klar, die haben in der letzten Partie nicht so gespielt. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie hier heute nicht mit Achtungszeichen auf dem Feld sein sollten. Ecke für die Hertha. Ecke Plattenhardt. Ecke kurz getreten. Pekarek mit der Flanke in den Fünfer. Und Selke wird hier zu Fall gebracht. Gibt keinen Elfmeter. Ist auch völlig richtig. Gucken uns das selbstverständlich auch nochmal an. Ja, kriegt zwar natürlich ein Stupser, ja, und da könnte natürlich der ein oder andere Schiedsrichter in Richtung Elfer tendieren, aber er ist eben nicht gut aufgekommen nach dem Sprung und dementsprechend kein Elfmeter für die Hauptstädter. Serdar mit dem Ball nach hinten und der kam so gar nicht an.
Anton mit dem katastrophalen Fehlpass, der jetzt natürlich teuer werden könnte. Nein. Gut. Dazwischen gegangen, aber die Hertha weiterhin am Drücker. Die weiterhin die Möglichkeit. Und Selke. Und Mittelstädt mit einem Trick, aber der Trick war vielleicht ein Ticken zu gefährlich. Und so wieder Einwurf für die Berliner, die weiterhin am Drücker sind und die weiterhin hier versuchen, etwas zu machen. Endo dazwischen, vielleicht jetzt mit einem schnellen Konter. Endo. Tomasz und Kalajdzic mit dem unsicheren Pass. Kein Problem für die Berliner Abwehr. Mittelstädt, ja, der ist hier heute Dreh- und Angelpunkt, klar. Den hatte man wahrscheinlich nicht so ganz auf dem Schirm, dass der heute spielen darf. War natürlich die Überlegung von Magath, eventuell auch Darida dahin zu stellen. Er hat sich aber hier für Mittelstädt entschieden. Das bisher eigentlich noch keine falsche Entscheidung war. Endo. Kalajdzic mittlerweile ein bisschen nach hinten gelaufen, damit er da vielleicht den einen oder anderen Ball mit nach vorne nehmen kann. Aber die Berliner stehen hier souverän. Ja, führe ich mit. Ja, mit dem Freistoß, den er schnell ausführt. Kalajdzic und Endo. Ah, das ist zu kurz, Spiel. Das ist zu kurz. Da machst du eher lieber den Pass wieder nach vorne, anstatt es versuchen, selbst zu spielen oder irgendwie nochmal einen gefährlichen Flank zu bringen. Aber so nichts Ordentliches. Andersrum, Stuttgart weiterhin am Drücker. Vielleicht jetzt mit einer starken Flanke in die Mitte. Jawohl, die kommt aber Kempf dazwischen. Und kann den Ball beruhigt wegspielen. Selke. Ja, so einen Ball hatte ich ungefähr erwartet, auch wenn der dann jetzt gar nicht ankam. Von den Stuttgartern. Ballbesitz technisch sieht das auch bislang sehr ausgeglichen aus. Die Hertha bislang aber mit mehr Torabschlüssen in dieser Partie. Selke. Ja, wieder Ball geht nach außen. Serda. Und Pekarek. Ja, soll hier den deutschen Nationalspieler in Szene setzen. Boateng. Ja, Kurzpassspiel. Hat aber nicht gepasst. Die Abwehr der Schwaben hier zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Vielleicht jetzt mit einem schnellen Umschalten. Nein. So nicht. So nicht. Und so kann es vielleicht zum nächsten Konter kommen. Pekarek schaut natürlich in die Mitte. Da stehen zwei, aber die stehen aber auch enorm schlecht. Und es gibt jetzt den Freistoß. Erst Vorteil, dann Pfiff. Gelbe Karte. Für die Nummer 16 hier vom VfB Stuttgart. Ja, das Foul definitiv. Ein Foul, was ja auch gelb zu belasten ist. Schiedsrichter hat erst hier Vorteil gepfiffen. Aber es gibt nun Freistoß in einer, ja, Eckball-Situation, würde ich sie eher bezeichnen. Also dementsprechend Freistoß für die Hertha. Wird schön reingechippt, aber der Kopfball hatte zu wenig Wucht. Und so wurde er nicht gefährlich und so steht sie weiterhin 0:0 und so wird es wahrscheinlich auch Richtung Pause weiterhin gehen bislang. Stuttgart ja wie gesagt ohne jegliche Chance nach vorne. Die Hertha bisher die Mannschaft, die hier versucht Tore zu erzielen. Andersrum haben wir schon in anderen Partien gesehen, dass sich das in Halbzeit 2 auch böse rächen kann. Endo. Vielleicht die erste Chance. Mittelstädt dazwischen. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu hart.
dazwischen gegangen, aber der Schiedsrichter lässt hier weiterlaufen. Eine Minute Nachspielzeit ist rum und damit ist die Partie zur Halbzeit gepfiffen. Hier steht's 0:0. Die Berliner haben eben noch nicht das Tor erzielt. Die Chancen, sie waren zwar da, aber wirklich gute waren es bisher nicht. Dementsprechend keine Tore in dieser Partie. Durchgang 2, willkommen aus dem Olympiastadion in Berlin. Die Hertha heute in den weißen Trikots gegen die Stuttgarter in den schwarzen Trikots. Bislang steht es 0:0. Die Hertha mit dem ein oder anderen Torabschluss. Bisher musste der Keeper der Stuttgarter nur einmal wirklich ernsthaft eingreifen. Sonst, Stuttgart versucht zwar was, aber mehr als versuchen ist bisher nicht rausgekommen. Und in der aktuellen Situation muss Stuttgart natürlich ein bisschen mehr machen, denn ja, sie sind die Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Vielleicht jetzt mit der ersten ernsthaften Möglichkeit. Kalajdzic. Ah, macht den Ball scharf, aber kein Problem für die Abwehr bzw. für den Schlussmann. Lutka, der hier den Ball ohne Probleme nehmen kann. Erstmal hier ein Foul, dass er mit Vorteil geahndet wird. Vielleicht wird es nachträglich hier noch eine gelbe Karte dafür geben. Ist ja da dazwischen. Boateng auf Selke. Das passt bisher heute noch nicht so gut. Mittelstädt. Und wieder Selke. Ah, ja, Kopfball gut rübergelegt. Selke wieder zurück. Aber Anton, ja, der passt da schon auf der defensiven Position. Und holt sich den Ball. Aber mehr als den holen ist am Abschluss nicht drin gewesen. Boateng, das gegen Sosa der Verlierer. Und jetzt kann es wieder schnell gehen für den VfB. Vielleicht jetzt mit einem schnellen Konter. Jürich. Nee. Stunde rum. Weiterhin hier 0:0. Das Wetter bessert sich auch bisher nicht. Natürlich der ein oder andere Fan schon bereits etwas angefressen. Dass hier der VfB das nicht hinkriegt, Richtung Tor zu spielen. Und sich damit hier bemühen muss, weiterhin ordentlich zu verteidigen, weiterhin die Null stehen zu lassen. Aber ein 0:0, das bringt beide nichts. Das steht definitiv fest. Pekarek zur Stelle, der steht da souverän. An ihn ist hier heute kein Vorbeikommen. Grundsätzlich an der Berliner Abwehr. Selke schaut natürlich Serda. Oh, schön vorbeigegangen. Jetzt vielleicht die Möglichkeit hier und dann geht der Ball zu weit. Dann geht der Ball zu weit und dann geht es dann der Ball ins Aus. Endo Gelb, das kriegt er hier nachträglich für die Situation von vor einiger Weile. Hier mit dem Foul gegen die Hacken getreten. Wechsel bei beiden Teams. Die Berliner mit dem Stürmerwechsel. Ebenfalls beim VfB Stuttgart dasselbe. Also, die Devise, wir müssen ein Tor erzielen, denn sonst, ja, sonst könnte eventuell der lachende dritte Arminia Bielefeld sein. Das darf man eben auch nicht vergessen. Wenn man hier nicht die drei Punkte holt, könnte es eventuell anders aussehen. Und das ist die Chance hier. Vielleicht die größte Möglichkeit für den VfB Stuttgart. Durch Endo, durch den Kapitän. Der Keeper kommt da eventuell noch mit den Fingerspitzen dran. Es könnte Eckball geben. Es gibt auch Eckball. Er ist da doch noch mit den Fingerspitzen dran gekommen. Ecke für den VfB. Kopfball abgewehrt. Thomas und Endo. Da sieht er natürlich den einen oder anderen in der Mitte stehen, aber die stehen hier souverän, die Herthaner, und können das ohne Probleme abwehren und so die Situation
ganz locker entschärfen. Führe ich Kopfball, ja, aber Präzision, nein. So, wahrscheinlich die nächsten Wechsel deuten sich so langsam an. 18 Minuten noch auf der Uhr, weiterhin 0:0, aber der VfB Stuttgart in Halbzeit 2 definitiv offensiver, aktiver als in Durchgang 1. Belfodil schickt hier Mittelstädt aufreisen. Boateng, Belfodil, schöner Pass und es ist das 1:0 für die Hauptstädter. Askasibar macht das Tor, der Defensivmann. Der ist nicht so für Tore bekannt. Der macht auch normalerweise nicht so viele Tore. Der ist vielleicht eher jemand, der eine Vorlage gibt. Aber jetzt macht er das wichtige Tor gegen den VfB Stuttgart. Und macht damit das 4-Punkte-Polster perfekt. Ein wichtiges Tor für die Hertha. Askasibar mit dem ersten Tor in dieser Partie. Jetzt ist Stuttgart gefordert. Jetzt müssen sie Risiko eingehen. Andersrum eröffnen sich dadurch natürlich Räume für die Hauptstädter. Vielleicht hier zum Erhöhen. Und natürlich, jetzt spielen sie klein-klein. Jetzt ist es aber auch was ganz anderes. Und die nächste Chance, nächste Möglichkeit hier. Wird er jetzt zum Doppeltor schützen? Askasibar mit der nächsten Möglichkeit. Der ist normalerweise kein Goalgetter. Vielleicht direkte Kontermöglichkeit. Jetzt. Vom VfB Stuttgart. Kalajdzic! Und Lutka zur Stelle. Der Schlussmann der Berliner. Immer noch eigentlich der Vertreter. Aber er könnte eventuell eine wichtige Rolle spielen für den Klassenerhalt in dieser Saison. Wechsel bei der Hertha. Jetzt geht der Torschütze. Darida kommt. Ein interessanter Wechsel. Auf der anderen Seite natürlich auch da, wie gesagt, ab nach vorne. Volles Risiko jetzt gehen. Nächster Stürmer. 6 Minuten noch auf der Uhr. Schafft der VfB Stuttgart hier eventuell noch das Spiel zu drehen. Kalajdzic! Und dann trifft er die Latte! Riesenchance zum Ausgleich! Und dann trifft er nur das Aluminium! Bitter für den VfB Stuttgart. Aber jetzt, vielleicht kann die Hertha direkt einen Konter setzen. Aber eigentlich sind alle Schwaben wieder hinten. Die warten hier eigentlich auf diese Kontermöglichkeit, die sich vielleicht gleich ergibt. Fragezeichen. Mittelstädt. Ganz schlecht den Ball verloren. Massimo. Natürlich komplett frei. Kann jetzt gleich die Flanke bringen. Flanke kommt und Kalajdzic nicht. Zweiter Schwung. Auch das nicht. Also da hatte der VfB Stuttgart hier am Ende nicht das Tor erzielt und die Hertha holt die wichtigen 3 Punkte in die Hauptstadt und gewinnt damit das Spiel gegen den Abstieg. Die Hertha mit dem 1:0. Natürlich bitter für den VfB Stuttgart, denn die müssen jetzt in nächster Zeit punkten. Denn sonst droht der Abstieg, sonst geht's in Liga 2. Aber momentan spricht vieles leider dafür. Letztes Jahr noch fast Europa, jetzt wieder Abstieg. Hertha gewinnt mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart.
Vielen Dank, dass ihr heute dieses Video euch angeguckt habt. Natürlich, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr natürlich den Bundesliga-Tipp zu diesem Spieltag sehen wollt, dann gerne auf der rechten Seite einmal raufklicken und wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Prognose wieder. Danke, ciao.